Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem weiteren Process-Video. Und zwar, wollte ich dieses Mal was Neues versuchen. Ist mir ein bisschen schwer gefallen, werdet ihr auch gleich sehen. Aber ich finde, das Layout ist richtig schön geworden und was habe ich vor? Ich verwende auf jeden Fall Felicity Jane Paper und wollte hier so eine Diagonale übers Blatt quasi machen. Und mein Problem oder mein Hauptproblem lag da so ein bisschen drin, dass ich nicht so genau wusste, wie ich das abmesse, beziehungsweise wie ich es hinbekomme, dass es über die Seiten halt aufeinander passt. Und habe mich so ein bisschen schwer getan, habe einfach mit Bleistift hin und her gezeichnet. Aber im Endeffekt hat es dann auch funktioniert. Also ist eine Variante, wie man es machen kann. Gibt wahrscheinlich aber auch schönere Wege, das akkurat hinzubekommen. Ja, unten mache ich dann quasi diese Diagonale drauf und hatte mich leider ein bisschen vermessen, die Spitze habe ich aber einfach abgeschnitten, hat mich jetzt aber nicht weiter gestört, dass es nicht da unten so endet, zumal ich glaube, dass man es nachher noch nicht mal mehr wirklich sieht. Ja, und dann habe ich gedacht, wäre es schön, das Ganze noch so ein bisschen zu separieren und habe dann einfach noch hier so einen Streifen von diesem schönen grau, wie sagt man dann, nicht gestreiften, aber grau gescheckten Papier genommen und dann einfach so zugeschnitten, dass es dann quasi zwischen dem weißen Teil und dem Pattern Paper hier dazwischen kommt. Und das macht das Ganze nicht so extrem hart als Kante. Genau. Und danach habe ich dann auch schon die Blumen, die ich vorausgeschnitten habe, dazu genommen und einfach mal so ein bisschen auf meinem Layout hin und her gelegt. Ich finde das ganz schön. Ihr wisst ja, dass ich mittlerweile ein Blumenfan bin und habe einfach so ein bisschen mit den Positionen der Blumen gespielt und dann dachte ich, naja, es wäre ganz schön, wenn das Foto doch ein bisschen mehr vom Hintergrund absteht, dadurch, dass ja ein weißer Hintergrund oder Rahmen um das Foto ist und das Ganze auf einen weißen Hintergrund kommt, war es mir dann zu Tonenton und da habe ich einfach noch von diesem grauen Tonpapier oder Designpapier genommen, um das ein bisschen vom Hintergrund abzuheben. Ja, und dann habe ich auch hier schon mein Die-Cut-Päckchen von Felicity Jane. Ich glaube, es war Reagan. War es Reagan? Ich bin mir jetzt nicht so genau sicher. Aber da habe ich einfach mal durchgeschaut und geguckt, was ich dann noch sonst so auf das Papier mitbringen könnte. Und habe mich dann aber nur für dieses Love entschieden und dieses kleine Tägchen, was ihr da unten seht. Und an der Stelle klebe ich dann auch schon die Blumen auf. Und ich finde, es muss eigentlich gar nicht so viel auf der Seite passieren, dass es halt schön aussieht. Ja, ich klebe jetzt auch schon alles drauf. Und mit der Positionierung von Love war ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich hatte zuerst gedacht, dass ich es auf die rechte Seite bringe. Aber links oben, das war mir dann doch ein bisschen zu nackt. Und da habe ich gedacht, es wäre schöner, wenn man es dann einfach dort oben anbringt. Genau. Und an der Stelle dachte ich eigentlich, ich wäre fertig, aber irgendwie hat noch was gefehlt und dann habe ich einfach noch ein paar Blumen dazu genommen und noch rechts oben und links ein bisschen was dazu gemacht und dann ist mein Layout auch fertig. Wie immer natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat und falls ja, würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare freuen und wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao!